Perfekt. Der Verlag Egmont Ehapa Media freut sich natürlich weiterhin, dass auch jetzt noch am Abend so viele lustige Taschenbuchfans mit am Start sind. Und es wurde sich auch gefreut, dass so ein riesiges Interesse vorab in den Medien herrschte zum lustigen Taschenbuch Tatort Entenhausen. Und deswegen freuen wir uns natürlich jetzt auch nochmal nach der lustigen Zeichnung hier mit den zwei Herrschaften eine kleine Talkrunde zu starten. Euch allen ja schon bekannt, Disney-Zeichner Flemming Andersen, gerne nochmal einen Applaus. Reingehuscht und jetzt nochmal offiziell hallo, Pete Höpfner, Chefredakteur und Tatort Entenhausen auf Twitter. Guck mal, alle freuen sich. Sehr gut. Okay, ja, ich würde mal sagen, wir starten einfach direkt mal mit den wichtigsten Personen, mit den Ermittlern von Tatort Entenhausen. Guck mal, da sind sie. Und Pete, du darfst uns direkt mal berichten, wie sie nochmal heißen, und wenn du dir noch ein bisschen was anderes dazu einfällt, dann gerne auch das. Ich halte dir das Mikrofon. Okay. Also die Ermittler, die wir da genommen haben für Entenhausen oder für den Tatort Entenhausen, wir haben uns das natürlich nicht leicht gemacht, die sind uns nicht alle so eingefallen, sondern wir haben erstmal eine Recherche gemacht, welche sind die beliebtesten Kommissare, und die haben wir dann so ein bisschen rausgesucht. Da oben sieht man sie ja zum Teil, also wir haben die Münsteraner, ganz klar, wir haben den Herrn Viel und den Herrn Norr rechts außen, die ich denke auch relativ gut, in, nicht nur optisch, dank Flemmings fantastischer Kunst, zu erkennen sind, sondern natürlich dann auch sprachlich bei uns im Buch. Dann haben wir auch unsere beiden Bazis, Hans und in dem Falle Ibo, also wir sind immer nur nah dran, aber nicht ganz genau drauf, damit sie wiedererkennen. Unsere beiden Kölner Kollegen haben wir, Ferdi und Fax, das ist vielleicht nicht sonderlich originell, aber eine schöne Alliteration, die dann auch an der Brustbraterei sitzen. Und ganz oben, damit wir ein bisschen Action haben, weil das wäre ein Tatort und richtig Action, haben wir den Mick, der ganz oben dafür da ist, dass es dann auch mal richtig knallt. Eine Figur ist noch was ganz Besonderes, das ist klar, der Mann steht vorne, das ist Herr Schimowski, und da müssen wir ganz ehrlich sagen, da war der Name zuerst da, Schimowski, da haben wir gedacht, einen Tatort können wir nicht ohne diesen Charakter machen. Und der spielt bei uns natürlich auch eine besondere Rolle, es ist eine Hommage an Götz Georg, sondern den ersten, den wichtigsten, sage ich mal, Tatort-Kommissar, den man hat, oder den bekanntesten. Und er wird dann der Chef von Donald und heizt sich in ungewohnten Brüderform mächtig ein. Du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet, also die Kommissarin Entenhausen, ja, versprechen ja eine actionreiche Geschichte. Wer ist denn der Haudegen von den Kommissaren? Das ist sicherlich schon ganz klar bei uns. Zum einen natürlich der Chef Schimowski, aber es ist der Mick. Also der Mick sorgt dafür, dass halt die Richterecke so richtig knallt. Also der hat wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Dynamit in den Socken, dass er dann auch mitbringt. Und sorgt dafür, dass Donald dann auch in seiner extrem ausweglosen Situation wieder rauskommt. Ohne Mick wird sich dieser Fall nicht lösen lassen, aber auch nicht ohne Donald. Und Flemming versteht es dann halt auch, diese Action in fantastische Bilder zu bringen. Und du hast sie gerade erwähnt, welche Rolle spielt denn Donald Duck in Tatort Entenhausen? Also Donald ist ja klar, das ist unsere Hauptfigur, ohne Donald geht ja sowieso gar nichts. Und Donald wird mehr durch Zufall Kommissar. Also er ist sich von sich selbst wie immer überzeugt, ohne mich geht gar nichts, ich bin die wichtigste Ente der Welt. Und das ist sicherlich auch so, und er hat immer das Problem, dass Donald ist ja der Einzige, der über seine eigenen Fähigkeiten so richtig gut Bescheid weiß. Und jetzt beschließt er, also Kommissar, das kann ich auch, das ist überhaupt kein Problem, dann gelingt es ihm wirklich mit für seine Verhältnisse erstaunlich viel Geschick, dem Seminar der Kommissare beizuwohnen, und dort braucht man dann jemanden, der genau das darstellt, was Donald manchmal kann, ein bisschen Ablenkung, ein bisschen Unglücksrad, ein bisschen Pechvogel, und dadurch wird er halt zum Kommissar in Tatort Entenhausen. Aber eins ist klar, ohne ihn lässt sich dieser Fall nicht lösen. Also Donald ist wirklich der Held. Lassen wir uns überraschen für diejenigen, die es noch nicht gelesen haben. So, Flemming, now it's your turn. Wie anspruchsvoll war es denn für dich, die TV-Kommissarin? Ja. First German. If you told me you can, you understand German. First German, then English. Wie anspruchsvoll war es denn, die TV-Kommissarin in Duck-Manier zu zeichnen? So, how challenging was it to draw and to design the Duck inspectors? Well, I got this huge pile of references, a lot of pictures of the characters, and put a character description. So it's actually okay. Most of the pocketbook stories always have some kind of a sub character coming in, and it's kind of the same, but this time it has to look a bit more like the four characters for sure. Was
complicated. It takes some time to build it up, but it's quite it's quite fast and. Alle verstanden? Komm mal, ja, brauche ich gar nicht übersetzen. Nein. Ja, gut, was? Nein. Okay. Ja, ruhig. So, was anzufangen? Ja, pass auf. Nein, man kann es von unserer Seite. Was Fleming gerade erzählt hat, ist zum einen, dass es Gott sei Dank gar nicht so kompliziert gewesen sei, weil er von uns eine ganze Menge Vorarbeit bekommen hat. Und dass jede Entenhausen-Geschichte natürlich, dass man sich da so ein bisschen reinarbeiten muss, das ist eh klar. Aber wir haben ihm natürlich dann einen Riesenstapel, die Kollegin Saskia, die lange an dem Fall mitgearbeitet hat, haben einen Riesenstapel geschickt, wo dann Charakterbeschreibung drin war, wo natürlich Fokus drin war, verschiedene Szenen und auch, wie wir ihn einsetzen wollen. Also es gab ja sozusagen die Idee und den Plot vorab. Und ich bin froh, dass er das dann leicht findet, dann können wir noch viel mehr machen, wenn das so einfach ist. Und sag mal, wie lange dauert es denn, bis du eine Karikatur sozusagen fertig hast, beziehungsweise wie lange dauerte es, die Geschichte Tatort Entenhausen zu zeichnen? So how long does it usually take to draw a new character or also the whole Tatort Entenhausen edition? Just one character takes maybe 10-15 minutes to get it okay. Of course, during the pages and the story, also sometimes go back and change some things on it. Maybe I come up with a better idea and then change that too. So, but just to draw a character takes not so long. The whole story, 30 pages, takes approximately about a month to do. So 30 pages a month's work, and sometimes a bit more, depends on how. Send some corrections or something that has to be changed. Okay, also eine 30-seitige Geschichte dauert ungefähr so einen Monat und eine Karikatur dauert so 10 bis 15 Minuten. Im Vorgespräch sagt ihr also 5 bis 10. Also wahrscheinlich dann kommt es immer so drauf an, wie anspruchsvoll die Karikatur ist. Not fast to say. Ja, heute ging es richtig schnell, das stimmt. Ja, wobei. Not even color so far, so there is almost that secret. Ah, ja, stimmt. Normalerweise, ja. Okay. Perfect. And verrat mir nochmal, wer ist dein Lieblingskommissar in Entenhausen? Which one is your favorite inspector at Tatort Entenhausen? Szymanski. Sure. He's also placed in the story as a center for us of the characters. So he was used a lot in the scenes, and he was just great, tough, and bossy, and that's how to be. He was the best. Ich kann auch sagen, er ist ja auch wirklich sehr präsent in der Geschichte, ne? Das ist er, ja, keine Frage. Das ist halt eine wahre Hommage und die anderen müssen auch von ihm lernen, wie das mit ihm geht. Also auf vielen Ebenen soll das funktionieren. Hast du denn auch einen Favoriten von den bekannten Kommissaren? Also es muss für mich Roland Lack sein, ganz klar. Und der wird ja auch der Kommissar. Also insofern ist das verstehe ich von selbst. Nein, also bei den anderen, die finde ich alle gut, ich finde die alle super gut gelungen. Und eine Kollegin von uns, die Stefanie, hat sich um die Übersetzung gekümmert am Anfang, die da sehr viel Liebe reingelegt hat. Das klingt so ein bisschen absurd. Wir erzählen die Geschichte eigentlich auf Deutsch, erfinden die, dann kommt sie ins Englische, damit auch Fleming die verstehen kann. Dann haben wir die Dialogische im Englischen, übersetzen die quasi irgendwie wieder zurück. Also es ist ein ganz schönes Hin und Her. Und dann haben wir dafür gesorgt, dass die Charaktere gut zu erkennen sind. Ich finde, das ist uns wirklich gut gelungen. Deshalb habe ich da kein Video. Durch und durch Fan. Sag mal, jetzt reden wir die ganze Zeit über Tatort Entenhausen. Wie ist denn die Idee überhaupt entstanden bei dir? Denn die Idee fing eigentlich im Wesentlichen damit an, mit diesem Bild, was wir jetzt da oben sehen, was Fleming gemacht hat, weil ich wollte, also in Entenhausen ist es ja klar, in Entenhausen, da gibt es natürlich in dem Sinne, was den Hafen ausmacht, da gibt es ja kein richtiges Verbrechen. Also bei uns sind die Rasenkanten ordentlich gemäht und das ist alles total schön. Und die Panzerkacker, wenn sie sowas versuchen, dann landen sie später da, wo sie hingehören. Wunderbar. Und ein richtiges Verbrechen haben wir nicht, aber ich wollte immer mal das Gefühl haben, dass in Entenhausen ein richtiges Verbrechen geschehen könnte. Und wollte unbedingt so eine Kreidezeichnung haben. Also da liegt jetzt was, das ist wirklich der Tatort, das wird etwas geschehen. Und das war so ein bisschen der Auslöser. Und dann machen wir uns jetzt vor, der Tatort ist Kult, Lagerfeuer sozusagen am Sonntagabend, TV-Unterhaltung. Und so weiter, das ist auch Kult. Das lustige Taschenbuch ebenso auch, seit mehr als 50 Jahren. Und da liegt es irgendwie relativ nahe, diese beiden Ikonen der Unterhaltung mal zusammen. Jetzt hast du es auch schon angedeutet. Eigentlich wollte ich nämlich noch fragen, ob es denn überhaupt eine Leiche geben darf in Tatort Entenhausen. Aber das lassen wir mal offen. Na, es gibt eine Kreidezeichnung. So viel kann ich an der Stelle lieben sagen. Da komme ich auch nicht mehr raus aus der Nummer. Aber was es damit auf sich hat, also ich kann sagen, das ist furchtbar, es ist ein unglaubliches Verbrechen. Also sowas Schlimmes.
Also wirklich, man muss es mit Vorsicht genießen. Ich weiß nicht, ob der Fall danach jetzt hier ein bisschen härter ist, aber rein theoretisch ist es wirklich unglaublich, was ich da in Entenhausen habe. Nichts für Schwache. Und sag mal, im Vorfeld hat die Presse ja am meisten über die Kommissarier Fiel und Hörmel gesprochen. Kann man schon sagen, dass das jetzt so ein bisschen die heimlichen Stars in Entenhausen sind? Donald will das bestimmt nicht gerne hören. Aber das alles neben Donald. Nein, das kann man schon sagen. Aber es liegt daran, dass die beiden natürlich auch, sie sind die erfolgreichsten Tatortkommissare und sicherlich auch die beliebtesten. Und sie sind beide vom Charakter halt so fantastisch dargestellt. Also nicht nur durch die Schauspieler, sondern die Rollen, die sie da einnehmen. Und gerade dieses Miteinander, wie sie mit oder ganz oft ja auch spaßig gegeneinander agieren. Und das lässt sich natürlich, wie man hier auch sieht, in unserem Genre fantastisch darstellen, sowohl im Wort und Bild. Und ja, das sind schon die heimlichen Stars, das kann man machen, aber auch bei uns der Hörne, der ja auch so geschwollen und so ganz anders spricht, als es so vielleicht auch manchmal in Entenhausen ist. Also insofern, der addiert wirklich viel dazu, das macht schon Spaß. Und kannst du uns denn verraten, wie ihr überhaupt jetzt euch entschieden habt, genau die Kommissare jetzt erstmal so für den Start zu nehmen? Wir haben wirklich recherchiert, welches die beliebtesten sind. Das ist jetzt gar nicht so dramatisch. Wir haben nach Einschaltquoten geguckt und haben versucht, dann die wichtigsten Paare irgendwie rauszufinden und dann auch zu schauen, ob die in die Geschichte passen und natürlich auch Fleming die Möglichkeit hat, die schön umzusetzen. Und dann sind wir relativ schnell da gelandet und für uns natürlich ein Ritterschlag, dass Axel Prahl das dann bei Facebook auch geschickt hat. Und er freut sich wie Bolle, das ist ein Ritterschlag für ihn, im lustigen Taschenbuch zu sein. Und da freuen wir uns natürlich sehr. Kann mir schon vorstellen, ne? Das ist ja zwar alles nur so angelehnt an die Geschichte, aber dass die Schauspieler dann sich da schon freuen, da auch mal als ja, in Duckmanier aufzutauchen. Und sag mal, beim nächsten Buch, was hoffentlich erscheinen wird, gibt es dann auch noch ein paar Frauen als Kommissarinnen? Das werden wir sicherlich auch tun. Ich hoffe, Fleming kann die dann genauso bezeichnen. Nein, also wir haben natürlich auch vorgeguckt, aber es liegt jetzt daran, dass es halt diese sozusagen bei uns die Anfangskommissare waren. Aber Fleming hat ja gerade erzählt, das ist alles total einfach, dauert ja so eine geringe Zeit, so easy, so. Und wir hoffen natürlich auch, dass das Buch darüber hinaus erfolgreich sein wird und Spaß macht. Und wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann würden wir gerne mit dem Kollegen Matthias, der hat eigentlich schon die Folgen 2 und 3 eingeplant und da muss ich mich als Redakteur einfach dran halten. Okay. Es würde wahrscheinlich euch freuen, oder? Ja. Wer von euch hat jetzt heute schon das Tatort Entenhausen gelesen, so kurz mal hier vorab? Okay. Und wer noch nicht? Okay, gut, ihr habt es noch vor euch. Aber guck mal, trotzdem sagen sie, sie wollen noch mehr. Also das ist doch ein gutes Zeichen. Achso, ich denke positiv. Fleming, welche Figur zeichnest du denn am liebsten von Tatort Entenhausen? Which character do you like drawing the most? Detective. Pretty strange, which kind of I find in this kind of big guy and not so much hair and his beard and yeah. Okay, Freddy, ja, perfekt. Und ich habe gelesen, oder wir haben ja auch vorher gesprochen, du warst schon als Kind ein riesen Fan von Comicbüchern. Ist das denn mit deinem Beruf jetzt auch so ein bisschen ein Traum geworden, der jetzt in Erfüllung gegangen ist? You've been a comic fan since your early childhood. Has it been like a dream come true for you to actually create comics and also now the new characters for das lustige Taschenbuch? Yes, I mean, always been a dream for me to be a comic book artist. Always looked up to when I was a kid, and some of the friends and I saw them masters of comics. And but when I got the chance to do decent comics, it never really appeared to me that it should be decent. Kind of a chance, and so I just grabbed it and said, okay, let's try this, it looks cool. And then discovered for real Carl Barks and all his great old stories, and just went, wow, this is really cool, and also the cool way to draw. I think the style is a nice way to draw. I think it's, it appears to me. Also, most importantly, is also the sense of humor. The sense of humor of the characters is really important. I think for me also to make people laugh about the drawings is important. I can make a good and nice and funny expressions. Funny dialogues when he panics or something, when he's angry or whatever. It's really not so fun. Then I'm supposed to say, of course, it's some of the characters can be easy to draw when you draw it in the last, but it's still a big job, no matter what. At the end, you still sit
if more evenings, weekends, and constantly. Sometimes I'm also very used that my family back home can stand living with me sometimes. It's just the drawing table for many minutes, no matter what. Okay, so wie jeder Job. Also im Endeffekt wollte ich ja schon immer gerne was Kreatives machen und hat früher auch gerne belgische Comics gerne gelesen und war dann Fan von. Und irgendwann, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, vor 25 Jahren kam dann Ehapa Media auf ihn zu und dann haben sie es mal probiert und dann hat er irgendwie auch auf dem Weg gelernt, sozusagen, wie man diesen, wie man Donald und Co. zeichnet und wurde immer besser. Aber ja, und am Endeffekt ist es trotzdem natürlich auch nur ein Job, aber für den einen oder anderen vielleicht trotzdem ein Traum. Ja, und daher passt das natürlich auch, das kenne ich auch. Und ja, das passt. Wie ist es denn bei dir? Hast du noch so einen Traum offen oder lebst du vielleicht schon einen Traum beruflich? So wie Donald Duck, der sagt, so, jetzt will ich Kommissar werden. Wie sieht es bei dir aus? Nee, viele Träume noch. Wir werden bestimmt noch weitermachen, na klar. Also das ist jetzt nicht alles. Entenhausen hat noch viele Geschichten zu erzählen und uns im Team werden bestimmt noch viele einfallen und dann machen wir weiter. Vielleicht Traumschiff, passt also. Okay, ja gut, die Gemüse geht an die ihr euch anlegen könnt. Oh, das könnte ich mir jetzt aber auch. Gerade sehr lustig. Wenn die nächste Idee ist geboren. Wie sieht's aus? Auch Traumschiff-Fans hier? Ja. Guck mal, da hinten. Traumschiff-Fan! Guck mal, auf einmal wird sie auch zum Fan. Oder hat sie gesagt, naja. Naja, wer weiß. Manchmal, ne? Ja, Traumschiff. Na, wir kriegen das los. Ich liebe es jetzt schon. Ja, yeah? Oh. Okay. You can everything. You can draw anything. Cool. So, ja, dann wollen wir natürlich wissen, wir haben es ja gerade schon angedeutet, die erste Geschichte ist jetzt draußen, weitere sind wahrscheinlich schon in Planung, aber wann entscheidet sich denn, ob es ein nächstes Tatort Entenhausen lustiges Taschenbuch gibt oder welche Geschichten da so mitarbeitet werden? Wir sind dran, wir schauen jetzt mal. Ich meine, das kommt am Dienstag raus und wir freuen uns, wenn es ein Erfolg wird und drücken uns einen die Daumen und wenn es euch gefällt, dann sagt es gerne weiter. Und wenn wir das dann so geschafft haben, wie wir uns das vorstellen, dann denke ich mal, dass wir Mitte nächsten Jahres den nächsten Fall machen. Da freut ihr euch drauf? Ja, no vacation, no vacation. All day, all night long. Okay. Du hast es, glaube ich, vorher nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, wann du genau gekommen bist. Wir haben hier drei Herren, die haben tatsächlich alle Taschenbücher, alle lustigen Taschenbücher. Super, finde ich großartig. Drei Fan auch? Ja, die drei. Kann ich nur sagen, weiter so, ja, gar keine Frage. Jetzt nur nicht nachlassen, weil für die anderen auch da sitzen die drei wichtigsten Menschen des heutigen Abends. Das ist Chili-Code. Daran Beispiel nehmen. Nee, toll, freut mich. Also sehr schön, wenn es euch noch unterhält und Spaß macht, ist perfekt. Genauso soll es sein. Und ihr seid nicht alleine, die Hälfte der Käuferleser des lustigen Taschenbuchs sind wirklich älter als 19. Das heißt, die geben es dann weiter, informieren später an den Kindern. Das heißt, die nächsten 50 Jahre lustiges Taschenbuch sind sicher. Danke euch. Sehr gut, okay, wir haben hier noch neun Jahre und hatte schon 120 war es? 120, ich bin auch schon krass. Ne? Super, hast du einen Lieblingshelden? Ist es Donald oder wer ist es sonst? Weißt du nicht, das ist was macht besser. Da hast du ja noch knapp 400 Bücher, um es rauszufinden. Sehr gut. Möchtest du sonst noch irgendwas an unsere großartigen Fans hier heute in der Runde sagen, mitgeben, mit auf den Weg geben? Fällt dir noch was ein? Ja, also ich finde es erstmal toll. Nein, ich finde es aber toll, erstmal, dass eine ganze Menge Fans, ein paar kenne ich auch schon gesehen, dass sie regelmäßig zu unseren Veranstaltungen kommen, dass wir uns nicht nur positive Sachen sagen, sondern dass wir auch mal konstruktive Kritik kriegen, was wir noch besser machen können, das finde ich klasse. Und dass es uns allen zumindest gemeinsam Spaß macht, Geschichten aus Entenhausen zu lesen, zu erzählen und dass wir alle den Donut ganz schön finden und im Endeffekt, dass ihr die Bücher kauft und dass ich dann meine Miete bezahle. Also es gibt viele tolle Sachen, die ihr erzählt habt. Ja, dann dürfen wir nur mal sagen, falls es der eine oder andere vergessen hat, am 24.04., ne, am Dienstag,
kommt das lustige Taschenbuch Tatort Entenhausen dann tatsächlich auch in den Handel. Ja, dann, wer es jetzt nicht schon hat oder noch verschenken will, kann es sich dann kaufen. Und gleich im Anschluss, wenn wir jetzt hier dann verschwinden, kann noch der ein oder andere gerne sich sein Buch oder Plakat vom Fleming signieren lassen. So rum. Ist da noch jemand dabei? Ist noch Interesse da? Wie die eine Frage. Ja? So, okay. Okay, wir kriegen dann noch die Info, ob wir hier bleiben sollen oder ob das dann woanders stattfindet. Auf jeden Fall müsst ihr natürlich jetzt nicht nach Hause gehen, denn jetzt ist ja, genau, kurz nach 8, um 20.15 Uhr ist Tatort-Time. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Ja, ich glaube, hier wird sogar jeden Sonntag immer der Tatort auf der Leinwand gezeigt in der Volksbar. Richtig? Richtig, ja. Sehr gut. Also auch heute. Und ich habe mal rausgesucht, heute ist der Titel Alles, was Sie sagen. Tatort Hamburg und Umgebung. Ja, wir schauen mal, was da so passiert. Ne? Wer guckt noch mit? Wer bleibt noch da? Okay, na, der eine oder andere. Das ist doch schön. Also, dann, wir bedanken uns. Ich bedanke mich auch im Namen von Egmont und Harper Media, dass ihr alle hier seid, gewesen seid, noch bleibt und auch so weit angereist seid vor allen Dingen. Und dass ich im Namen von BB Radio auch hier mit durch den Abend führen durfte. Hat mich sehr gefreut, war auch ein schöner Abend für mich. Thank you very much for being here. Thank you so much. You're welcome. Perfekt. Ja, danke für euren Abend. Schließlich denke ich, kleine Gewinnstunde noch von Fleming und Patrick Wahnsinn. Hier ein bisschen auf Bargeld. Vielen Dank an euch.